Also das 9-Euro-Ticket ist ein großes Experiment. Wir wollen die Nutzerinnen und Nutzer des öffentlichen Personenverkehrs entlasten. Also nicht nur die Senkung der Energiesteuer für die Treibstoffe, sondern eben auch für den Nutzer des öffentlichen Personennahverkehrs. Damit sollen die Fahrgastzahlen deutlich erhöht werden. Auf jeden Fall wieder auf Vor-Corona-Niveau oder noch darüber hinaus. Für die Automobilindustrie ist es genauso wichtig, dass es einen funktionierenden Nahverkehr gibt. Wir hören ja von den OEMs, dass gerade das autonome Fahren in Kombination mit dem Thema Nahverkehr und Fernverkehr auf der Schiene und im öffentlichen Bereich eine große Bedeutung erhält. Also wir setzen auf die intelligente Vernetzung der Verkehrsträger. Wir bauen einen leistungsfähigen Schienenpersonennah- und Fernverkehr als Alternative zu anderen Verkehrsträgern. Aber letzten Endes geht es um das intelligente Vernetzen aller Verkehrsträger. Und es geht darum, dass wir den Verkehr klimaneutral machen. Die Schiene hat mit Sicherheit, was die Elektrifizierung angeht, die Nase vorn. Allerdings sind dort eben auch bisher nur 62% des Schienennetzes elektrifiziert. Wir wollen das auf 75% erhöhen. Und dort, wo sich eine Elektrifizierung technisch oder auch wirtschaftlich nicht darstellen lässt, brauchen wir alternative Antriebe, etwa Wasserstoffzüge oder auch Akkuhybridantriebe. Und da sehen wir jetzt auch, dass die Technologien ja durchaus vergleichbar sind, auch zu den Technologien, die wir im Pkw-Bereich, aber auch im Bereich der leichten und schweren Nutzfahrzeuge haben. Auch da geht es ja darum, klimaneutralen Antrieb zu schaffen über batterieelektrische Fahrzeuge, die wir auf 15 Millionen elektrische Pkw im Jahr 2030 erhöhen wollen, aber eben auch andere Antriebe, etwa Brennstoffzellen, elektrische. Und was auch eine Rolle spielen wird für den Bestand, ist mit Sicherheit in Zukunft auch das Thema synthetische Kraftstoffe. Also wir brauchen Batterieelektromobilität, aber eben auch die Wasserstofftechnologie, die wir zu einem Leitmarkt in Deutschland machen wollen. Genau richtig, wir wollen, dass Deutschland zum Leitmarkt für die Elektromobilität wird, aber wir haben im Koalitionsvertrag der Ampelkoalition Mehr Fortschritt wagen auch die Forderung drin, dass Deutschland zum Leitmarkt für die Wasserstofftechnologie werden soll. Wir brauchen grünen Wasserstoff in großen Mengen zu günstigen Preisen, nicht nur für die Mobilität, sondern natürlich auch für die Dekarbonisierung der Industrie. Und wir haben ja bestimmte Bereiche, etwa den Flugverkehr, den wir nur dekarbonisieren können über E-Fuels, also E-Kerosin ist wichtig. Und E-Kerosin ist ein Kuppelprodukt, da entsteht also auch E-Diesel. Vor dem Hintergrund ganz klar synthetische Kraftstoffe, Brennstoffzellen, elektrische Fahrzeuge, batterieelektrische Fahrzeuge, auch mit dem Innovationspotenzial durch neue Batterien, durch eine neue Generation von Batterien. Ich glaube, wir müssen alle Schubladen aufziehen, um eben modernste, innovative Technologie zu entwickeln, die dann global skaliert wird, damit wir eben den Klimaschutz erreichen. Schon der Name des Ministeriums Digitales und Verkehr zeigt, dass wir das als integriertes Konzept sehen. In der Digitalisierung liegt die Musik der Zukunft, künstliche Intelligenz, autonomes Fahren, aber natürlich auch zum Beispiel das Ansteuern von Ladesäuleninfrastruktur. Wir wollen mehr Schnellladesäulen in Deutschland, etwa auf Rastplätzen an Autobahnen, nicht nur auch an Parkplätzen auf Autobahnen, aber auch zum Beispiel mit DB-Station und Service an Bahnhöfen. Generell wird ja die Ladesäuleninfrastruktur zur Achillesferse. Nur wer genauso gut laden kann, wie er heute tanken kann, wird am Ende umsteigen. Und da spielt natürlich Digitalisierung eine ganz entscheidende Rolle. Deshalb setzen wir ganz klar auf die Potenziale der Digitalisierung und haben entsprechende Förderprogramme aufgesetzt, die technologieoffen sind und die vor allen Dingen die Digitalisierung auch vorantreiben.